Ja, hallo, hier ist der Marvin von Multimedia Tutorials. In diesem Unboxing-Video packe ich meine neue Kamera aus, die Sony HDR AX2000E. Und ich fange jetzt mal an, die Verpackung aufzumachen. Und hier sind die mitgelieferten Kabel. Man sieht hier einmal die Cinch-Kabel und das Aufladegerät, das man direkt an die Kamera dann anschließt. Dann ein Komponentekabel und das USB-Kabel. So, weiter geht's mit den ganzen Gebrauchsanweisungen und Papieren, die dabei waren. Hier einmal die CD und hier die verschiedensprachigen Gebrauchsanweisungen, darunter auch Deutsch. Dann sind hier jetzt noch einmal der Akku. Das ist die kleinste Version der drei Akkus, die erhältlich sind, und die Fernbedienung. Und dann ist hier noch der Sichtschutz für den Sucher. So, nun zur Kamera. Das Verpackungsmaterial noch ab. Und hier ist die Sony HDR AX2000. Eine Sache fehlt natürlich noch, die Folie ab. Und da ist sie. Und jetzt zeige ich euch die Kamera nochmal einmal von der Seite. Hier oben, wo HD draufsteht, ist der kleine LCD-Bildschirm. Und nochmal von der Seite. Ich stelle jetzt nochmal alles hin, was dabei war und was mitgeliefert wurde. Das ist einmal die Kamera selber. Dann das Cinch-Kabel, Aufladegerät, USB-Kabel, Komponentenkabel, Gebrauchsanweisung, Fernbedienung, Akku und der Sichtschutz und die DVD. Jo, das war das Unboxing-Video. Ich weiß, dass die Kamera sehr gute Bilder macht, denn ich habe sie schon ausprobiert und ich spreche den Text jetzt gerade in der Nachvertonung. Man hat schöne viele Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit dem Fokus, Gain oder Shutter. Natürlich gibt es auch noch viel mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Zoom-Ring oder den Iris-Ring oder auch 6 programmierbare Tasten. Ich kann jetzt natürlich auch noch viel mehr sagen, aber ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen ganz schön sprengen. Naja, zwei kleine Sachen sage ich euch jetzt noch, und zwar gibt es 2 XLR-Anschlüsse. Die 2 Kanäle, sprich links und rechts, kann man separat bearbeiten. Entweder kann man XLR1 für den linken und XLR2 für den rechten Kanal einstellen, oder man kann auch XLR1 für beide Kanäle einstellen. Außerdem kann man auch noch das Mikrofon als linken, also das integrierte Mikrofon als linken Kanal oder als rechten oder auch als beide einstellen. Die zweite Funktion, die ich euch jetzt noch näher bringen möchte, ist die Smooth Slow Record Funktion. Bei der Funktion nimmt die Kamera 6 Sekunden lang mit 200 Bildern pro Sekunde auf und streckt die dann auf ca. 24 Sekunden. Nun aber genug, ich hoffe, das Unboxing-Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!